Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Bücherfreunde. Bevor ich Ihnen das neueste Buch vorstelle, das ich mir so aus meinem Regal gezogen habe, möchte ich einen kleinen Hinweis. Und zwar, der Hinweis gilt für unser Podcast. Wir werden in der nächsten Zeit auch einen Podcast haben. Und zwar für alle die Leser, die Bücherliebhaber, die wenig Zeit haben, sich so einen Videoclip anzuschauen. Da, der Videoclip ist nicht lange, er ist circa 20 Minuten, 15 Minuten meistens. Aber trotzdem gibt es Leute, die sich können sich einfach nicht anschauen. Und bei unserem Postcard sorgen wir dafür, dass er downgeloadet werden kann von unserer Webseite, genau wie diese kleinen Videoschnipsel, möchte ich einmal sagen, die kann man auch herunterladen und kann sie sich nochmal ganz separat anschauen. In unserem Podcast werden wir genau dasselbe Buch vorstellen, das wir auch hier vorstellen, nur mit dem kleinen Unterschied vielleicht, dass wir etwas mehr Hintergrundinformationen in die Sache hineinpacken. Also es wird schon ein bisschen aufwendiger gemacht, der ganze Podcast. Wir werden eventuell ihn ein bisschen aufpimpen, möchte ich jetzt mal sagen, mit mehr Hintergrundinformationen. Wie ist das Buch entstanden? Vielleicht auch ein bisschen was zum Autor selbst. Also diese Dinge werden wir da hineinpacken und wir werden sehen, dass wir das relativ schnell hochziehen werden. Aber wie gesagt, schauen Sie mal einfach ein bisschen auf die Webseite und dann werden Sie sehen, wann der Podcast funktioniert und schauen Sie sich ihn an, hören Sie sich den Podcast an. Ich würde mich freuen, wenn ich von Ihnen etwas höre. Kommen wir zu unserer Vorstellung heute. Und zwar, heute haben wir ein Buch vorgestellt. Ich habe es schon in der Vorankündigung gesagt, von Irving D. Entschuldigung, Yalom heißt der gute Mann. Und zwar Schopenhauer Kur. Warum die Schopenhauer Kur? Schopenhauer, einer der bekanntesten deutschen Philosophen, beliebt im ganzen Land. Bei vielen ist er nicht beliebt, bei mir ist er sehr beliebt. Also ich habe mit Arthur Schopenhauer angefangen, Bücher zu lesen und bin bis heute dabei geblieben. Zu Irwin David Yalom was zu sagen. Er ist geboren im 13. Juni 1900. Ehrlich, er ist Psychoanalytiker, er ist Psychotherapeut, er ist Psychiater und natürlich ganz klar, er ist Schriftsteller. Das war der Professor für Psychiatrie an der Universität Stanford. Und er hat auch einen Preis bekommen, und er ist Träger des Sigmund Freud-Preises für Psychotherapie im Jahr 2008. Das Buch, das ich Ihnen heute vorstelle, wie gesagt, ganz klar, er kann seinen Beruf nicht verleugnen. Er schildert eine therapeutische Sitzung und in dieser therapeutischen Sitzung kommen sehr viele Bekannte vor, die er kennt, viele ehemalige Teilnehmer seiner Sitzungen, viele Klienten, viele seiner Patienten. Patienten, sagt man heute, sind ja Klienten von ihm, die er alle zusammenfasst. Er holt sie alle zusammen, weil er leidet an einer Krankheit. Klar, er leidet an Krebs. Das weiß aber natürlich niemand seiner eingeladenen Klienten. Alle sind etwas verwundert, warum er sie einlädt. Und es ist ein Klient darunter, und zwar der Philip Slade. Der litt die ganze Jahre an Sex und er konnte ihm nicht helfen. Und da er sich darüber sehr ärgert und er versucht, genau diesen Mann nun in die Gruppe zu bringen, er lädt ihn auch für diese Gruppe ein und versucht nun noch einmal diesen Philip Slade zu therapieren, Gruppentherapie. Aber dieser Philip Slade, der da kommt, sagt: Hallo, du musst eigentlich gar nichts machen.
denn ich habe mich selbst therapiert. Ich habe mich therapiert mittels der Literatur und den Büchern von Arthur Schopenhauer. Und da ist natürlich unser Protagonist, also der Schriftsteller, tritt auf als Julius Herzfeld, nicht als unter seinem eigenen Namen Jalom, sondern unter dem Namen Herzfeld, tritt er auf und da versucht er jetzt natürlich zu ergründen, was der Philip Slade denn getan hat, indem er sagt, ich bin gesund, ich habe mich geheilt mit der Literatur von Schopenhauer. Das Tolle an diesem Buch, das fand ich ja sehr gut, ich bin da mal kurz da drin, das ist, er benutzt Überschriften oder Auszüge aus den Büchern von Schopenhauer, was er auch noch bringt von Kapitel zu Kapitel. Er stellt ein bisschen den Lebensweg von Arthur Schopenhauer dar, anhand von kleinen Anekdoten, von Briefauszügen seiner Mutter an ihn und umgekehrt. 45 gibt es einen kleinen Auszug. 70er Beginn und Fehlstart. Und schildert er eine kleine Anekdote über Arthur Schopenhauer, begonnen hat zu studieren, was er denn am Anfang gemacht hat. Und dass er natürlich, gerade weil er ein Genius war, er hat gedacht, er kommt in alles rein, er kann alles, er weiß alles, er braucht eigentlich gar nicht großartig zu studieren. Ich gehe auf die Universität, sitze da ein halbes Jahr rum oder ein Jahr und zeige denen, wer ich bin. Und dann sind die ganz alle verblüfft. Ich kriege dann meine Doktorwürde und das war's dann. Dem ist natürlich nicht so gewesen. Können Sie sich vorstellen, in jungen Jahren total versagt. Er hat einfach irgendwelches Zeug zusammengeschrieben, hat gedacht, es ist die, ist der Weisheit und ist damit natürlich heruntergefallen. Und diese Anekdoten werden immer wieder, begleiten uns durch das ganze Buch, immer ein Abschnitt, Abschnitt 16, auch da gibt es Briefe, im Vorspann von Arthur gekehrt. Auch, sie schreibt ihm was ganz. Und das ist das, was in diesen Briefen vollziehen kann über Arthur Schopenhauer mit diesen kleinen Anekdoten, mit diesen Briefen, mit diesen Auszügen aus seinen Büchern. Und auf der anderen Seite wiederum werden wir mit dieser Gruppentherapie konfrontiert, mit der Sitzung, an der 6 Leute teilnehmen. Auch dieser berühmte Philip Slade nimmt daran teil. Und dieser Philip Slade rezitiert auch teilweise Teile aus den Tagebüchern oder aus der Literatur von Arthur Schopenhauer. Arthur Schopenhauers berühmteste Werk ist Aphorismen zur Lebensweisheit. Gibt es in 2 Bänden. Es gibt auch noch andere Werke von ihm. Also es gibt eine ganze Menge Werke von ihm. Arthur, wie gesagt, Arthur Schopenhauer, einer der berühmtesten deutschen Philosophen. Und hier bei der Sitzung von Julius Hitzfeld geht es auch immer wieder um Arthur Schopenhauer, weil der Philip Slade, also sein Klient, der da in der Runde sitzt, er kommt immer wieder und bringt irgendwelche Ausdrücke von Arthur Schopenhauer, irgendwelche Merksätze sozusagen, die man sich merken müsste. Ich lese mal einen vor. Je höher die Stapel, der von beiden Büchern gelesen wurde, desto
harmonischer entwickelt sich ihre Beziehung. Also das ist jetzt eine Sache, die aus der Beratung, aus der Sitzung, aus der therapeutischen Sitzung entwickelt. Das ist also etwas, was Slade sagt. Je höher die Stapel der gelesenen Bücher von beiden, also von ihm, von Hitzfeld, von Julius Hitzfeld, umso harmonischer ist die Beziehung. Ich weiß nicht, ob man das an den Bücherstapel ablesen kann. Meine Frau zum Beispiel hat gar keine Bücherstapel. Die hat alle schön in die Schränke gepackt und alle schön. Bei mir ist es anders da. Bei mir gibt es wirklich diese Bücherstapel. Aber das hat, glaube ich, wohl nichts mit der Harmonie mit dem Partner zu tun. Und hier in dem Buch, die Schopenhauer Kur, geht es genauso. Da ist auch nicht alles immer so, wie es sein sollte. Alle Klienten, die in dieser Runde sind, diese Gruppensitzungen, hat natürlich jeder sein eigenes Denken, sein eigenes Handeln und alle waren schon einmal bei Julius. Manche treten auch einfach aus dieser Gruppensitzung aus, weil sie sagen, ich kann das gar nicht mehr, ich will das gar nicht mehr, es ist mir alles zu viel. Wie gesagt, es ist ein Buch, es ist ein Roman, der wert ist, gelesen zu werden. Nicht nur wegen Schopenhauer, weil er natürlich eine ganze starke Seite in diesem Buch zeigt, sondern auch wegen der Gruppensitzung. Man kann sehr gut hineinfühlen, wie sich eine solche Gruppensitzung anfühlt, was man in so einer Gruppensitzung macht. Und David Yalom ist ja prädestiniert dafür. Ich meine, er ist Psychoanalytiker, Psychotherapeut, Psychiater. Also er weiß schon, von was er hier spricht, von was er hier schreibt. Und es ist eine interessante Lektüre, wenn man sich vielleicht auch mal vornimmt, selbst mal einen Therapeuten aufzusuchen, wegen was auch immer. Bei uns in Deutschland ist es natürlich sehr verpönt, einen Therapeuten aufzusuchen, weil man ist ja nie krank im Kopf. Das ist ja das Schlimme an dieser ganzen Sache. Wir halten uns ja alle für sehr gesund hier im Kopf. Wir lassen ihn auch nie untersuchen. Haben wir einen Schnupfen, einen Husten oder was auch immer, rennen wir sofort zum Arzt. Wir lassen uns eine Spritze geben, lassen uns etwas dafür verschreiben. Aber für unseren Kopf, da tun wir nichts, weil man sieht die Krankheit nicht. Mittlerweile ist es so, dass man sehr viel über Depressionen spricht. Das ist mittlerweile bis in die Gesellschaft hinein gegangen. Und es gibt auch Menschen, die sich dazu stellen, die auch sagen, jawohl, ich leide an Depressionen. Man sieht sehr viele oder man hört viele Influencer im Internet berichten über ihre Depressionen. Ich möchte denen nicht unterstellen, dass sie damit einfach nur Klicks fördern wollen. Es gibt viele, die wirklich sich hinstellen und sagen, ich hatte Depressionen. Und hier sind wir wieder bei der therapeutischen Seite. Man therapiert sich selbst in dieser Richtung. Ja. Man ist Influencer, man spricht über seine Depressionen und schon fühlt man sich leichter. Ich fühle mich leichter, wenn ich dieses Buch lese. Auch zur Eigentherapie natürlich, ganz klare Sache. Ich würde Ihnen empfehlen, haben Sie den Mut, es auch einmal zu lesen, dieses Buch. Haben Sie den Mut, einfach mal hineinzuschauen. Vielleicht kommen Sie auch mit Arthur Schopenhauer in Konflikt. Und dann kann ich sagen, dann werden Sie wahrscheinlich wirklich keine Probleme mehr haben, wenn es um therapeutische Integrationen gibt. Also da sollten Sie dann selber noch einmal sagen, jawohl, Arthur Schopenhauer und der Roman von Irving D. Yalom, die Schopenhauer Kur, macht etwas mit einem. Lesen Sie dieses Buch, es würde mich freuen, wenn ich etwas von Ihnen höre. Schreiben Sie einen Kommentar dazu, schreiben Sie mir ein E-Mail. All die Dinge dürfen Sie, ich setze mich gerne mit Ihnen auseinander und verbleibe bis zum nächsten Mal, Ihr Bücherretter.